Hallo Leute, willkommen bei der Sims 400 Baby Challenge. Heute ist Tag 5. Es ist etwa 6 Uhr und Jenny ist noch nicht ganz ausgeschlafen, aber Jens schon fast. Und er sollte nochmal duschen gehen und ein bisschen was essen, bevor er in die Schule geht. Darum werde ich ihm jetzt erstmal sagen, dass er duschen gehen soll. So, wo steckt er denn? Ach, schon wieder habe ich vergessen zu starten. Guten Morgen, Jens. Du darfst jetzt erstmal duschen gehen, damit du sauber zu deinem ersten Schultag kommst. Ich räume das hier mal zur Seite. Denn danach sollten sie frühstücken, alle beide. Und Jenny könnte dann mal hier putzen. Später. So. Ja, das dauert noch einen Moment, bis der fertig geduscht ist. Und kurz vorher wecke ich dann Jenny auf. Jens muss in circa einer Stunde in der Schule sein. Das ist gut zu wissen. Das haben wir uns auch schon fast gedacht. Darum hörst du jetzt mal auf zu duschen. Denn das Essen dauert auch immer Ewigkeiten. So, Jenny hat sich jetzt was genommen. Und Jens, nehmt ihr auch mal was zu essen? Und dann könnt ihr euch hinsetzen und frühstücken. Ja, lasst es euch schmecken, ihr zwei beiden. Wie ihr seht, habe ich Jenny ein klein bisschen umgestylt. Wahrscheinlich schicker als beabsichtigt. Oh ja, diesen langen Rückenausschnitt hatte ich nicht beabsichtigt. Aber da sie öfters mal im Schlafanzug rumläuft, dachte ich, der könnte ja vielleicht auch ein bisschen vorteilhafter aussehen. Und ihre Kleider habe ich so angepasst, dass die möglichst auch in der Schwangerschaft halbwegs erträglich aussehen. Denn zwei ihrer Klamotten sahen in ihrer Schwangerschaft doch relativ unvorteilhaft aus, um es gelinde auszudrücken. So, wie spät ist es denn? Oh, du musst schon in die Schule. Wie die Zeit vergeht. Jo, Jenny, du räumst das jetzt mal auf. Das Schöne ist, Jenny hat noch 2 Stunden Zeit, wenn die Kinder in der Schule sind und kommt auch 1 Stunde vor den Kindern wieder. Das ist doch super praktisch. So, na mit dem der lange Rückenausschnitt sieht schon gut aus. Aber ich überlege mir mal, ob ich da nicht vielleicht doch was anderes mache. Jenny, das ist zwar schön, dass du da spielen willst, aber ich schlag dir vor, kümmere dich doch lieber erstmal um deinen Garten. Jetzt ist nicht die Zeit zum Spielen, sondern um noch schnell was zu erledigen, bevor du zur Arbeit musst. So. Okay, dann beschleunigen wir das mal. Der Chef von Jenny ist nicht begeistert mit der Arbeit, die Jenny zu Hause erledigt hat. Jenny erhält 623 Simoleons. Dabei hat sie alles geschafft. Aber vielleicht muss man es tatsächlich vor 14 Uhr erledigen. Naja, ich werde sie, wenn wann immer möglich, zur Arbeit schicken. Und wenn nicht, machen wir halt das Beste draus. Und wenn gerade ein Baby da ist, dann nimmt sie Urlaub.
So. Kiorba! Jetzt muss sie auch gleich zur Arbeit. Ist hier noch was Vernünftiges zu tun? Braucht sie noch was? Oh, sie ist ja fast voll aufgefüllt. Besser kann es kaum sein. Du könntest hier noch mal aufwischen. Und das Duscheputzen machen wir dann ein andermal. Okay, die Arbeit ruft. Dann geh mal schön. Jawohl. Das habe ich ihr gelassen, weil ich finde, das passt einfach gut zu ihr. Ah, Jenny ist wieder von der Arbeit zurückgekommen. Sie hat 624 Simoleons verdient. Okay, dann hat sie ja gar keine Leistungseinbußen gehabt. Und jetzt soll sie ihren Followern Witze erzählen. Das machen wir mal schnell. Bevor Witze, Witze. Bevor der Jens von der Schule kommt. Komm, Jenny, erledige das mal schnell. Und wenn der Jens wieder da ist, dann habe ich zwei Ideen noch für heute. Da könnt ihr mal gespannt sein. Aha, Jens ist aus der Schule gekommen. Okay, er hat immer noch eine 3. Nein, Jens wollen wir haben. Aber er macht sich schon ganz gut. Okay, wie geht es ihm auch ganz gut? Ja, wisst ihr was? Ihr beiden, ich habe mit euch eine kleine Reise vor. Und natürlich nehmt ihr den Papa mit. Da ist er. Ja, sehr gut. So, jetzt soll der Jens mal erst seinen Papa kennenlernen. Vielleicht den Tag verschönern und dann umarmen. So. Ah, so. Ja, wie sie einander umkreisen. Aha. Ja? I came all Gift of cool. May! Orb. Nurchal. Lumbuk Murnawaj. Shimagra Gorbanay. Blispa Lafen. Ja, das ist doch gut. Und Jenny, du Shababa. könntest ihn auch mal umarmen. Oka. Floyum. Boschno. So. Wo ist umarmen? Machen wir erstmal Tag verschönern. Tja, bis man immer seine Sachen gefunden hat. Aber ich sollte mir abgewöhnen, darüber zu jammern. Aha. Jay Huntington. Okay, und jetzt schlage ich euch vor, ihr setzt euch mal da hinten hin mit Aussicht auf das Wasser. So, hier sitzen und, oder zusammensitzen. Und der Jens kann hier spielen gehen. So, ich hoffe ja, dass Akira auch hier hinten hinkommt. Das ist nämlich der Witz von Sjanze. Ja, da kommt er anmarschiert.
So. Jetzt muss ich hier noch einen guten Winkel finden, damit ich sie beide im Blick habe. Oder alle drei. Akira, wo gehst du hin? Schon eine treulose Tomate. Aha. Das war jetzt nicht geplant. Aber es passt mir gar nicht so schlecht in den Kram. Denn Jenny soll ja 100 Kinder kriegen. Und ihr könnt euch bestimmt schon denken, wen ich als Vater Nummer 2 ausgewählt habe. Aber ich dachte mir, dass Jenny und Jens sich einen schönen Nachmittag mit Akira machen. Und den Jay dann vielleicht später einladen. Nun ja, die Sims gehen manchmal, wie sie wollen. Weißt du was, Jenny, du bist hier erstmals mit deinem Sohn, darum spielst du jetzt als Seeungeheuer. Und den Jay Huntington, den kannst du später treffen. Jetzt seht ihr auch, warum ich hier so einen braunen Fleck gemacht habe. Weil hier hocken immer die Erwachsenen, wenn sie Seeungeheuer spielen. Ich finde es so lustig, wie die dann mit den Armen wedeln. Ja, und macht was, macht was. Ja. Als ich diese Bar gebaut habe, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, mit der Jenny eine 100 Baby Challenge zu machen. Aber ich habe gedacht, es wäre nützlich, wenn diese Bar nicht nur Bar ist, sondern auch einen Kinderspielplatz hat. Und wie man sieht, ist es sehr, sehr nützlich. Aber Jens, leider musst du Hausaufgaben machen. Und bald musst du offenbar auch was essen. Ja. Aber vielleicht können wir das dann auch zu Hause erledigen. So. Na, wie brav er das macht. Jenny, bleib du mal hier. Du sollst nämlich deinem kleinen Süßen bei den Hausaufgaben helfen. Noch hast du nur einen. Da kannst du das noch machen. Jens, mach mal schön weiter. Und du lenk mal nicht ab, Arun. Den werde ich jetzt mal hier raus. Genau. Dieser Arun, was ist das, ein Erwachsener? Weiß man gar nicht. Der sieht so jung aus. Guck mal, ob sie den anflirten könnte. Ja, dann ist es ein Erwachsener. Jo. Du stehst dann hiermit auf der To-Do-Liste, Arun. Ja. Hausaufgaben sind fertig. Dann würde ich sagen, fahrt ihr einfach mal nach Hause. Und nehmt den Jay Huntington mit. Na, wunderbar. Jetzt gucke ich mal, was im Kühlschrank noch ist. Das sind nur noch 2 Portionen. Weißt du was, Jenny? Dann kochst du was Neues, damit ihr auch den Jay Huntington einladen könnt. Mach doch einfach mal Grillkäse. Und ja, Jens ist schon drin. Aha, jetzt lädt uns Akira ein. Ist aber vorher abgehauen. Jens, stell dich doch mal dem Jay Huntington vor. Oh,
Jenny. Der ist wohl noch ein bisschen schüchtern, was Kinder angeht. Ha, du wirst noch dein blaues Wunder erleben. So. Ausgezeichnet ist das Essen. Dann ruf doch mal zum Essen. Na, da kommen sie alle. Und dann setz dich doch wieder hin, Jenny. Ja, gut, da sitzt jetzt schon Jay Huntington. Dann setz dich hier hin, damit ihr gemütlich zusammen essen könnt. Hm, wie wär's denn? Und ich schieb den restlichen Grillkäse mal in den Kühlschrank. Tja, das fand ich jetzt schon ein bisschen schade, dass der Akira sich so schnell verdrückt hat. Aber so ist es halt. Ja, wie spät ist es denn? Jo, na, Jens muss dann sowieso gleich nach dem Essen ins Bett. Ah, Abseed. Jay McCorbeth. Okay. Oh, er räumt auf. Freiwillig. Oh, was für ein braves Kind. Also sowas von super brav. Gut. Jetzt schicken wir den mal ins Bett. Schlaf gut, mein Süßer. Die Jenny ist doch eine Nulpe, hat sich schon hingelegt. So, du solltest jetzt ein Baby machen mit Jay Huntington. Okay. Aha. Jenny wird nach ihrer Elternzeit bei der nächsten Schicht erwartet. Sie kann derzeit keine weitere Elternzeit nehmen. Na toll, sie war doch jetzt arbeiten. Hätte sie wohl Urlaub nehmen können. Aber Jenny, ich hätte gern, dass du jetzt einen Schwangerschaftstest machst. Und immer die dreckige Dusche im Bild. Und die könnten wir vielleicht auch... Ja, das sieht hübscher aus. Ja! Sie ist schwanger. Dann darf sie jetzt ins Bett gehen. Kannst es ihm erst erzählen? Oh, sie ist sofort wieder dick geworden. Er überlegt schon, dass er seinem Kind ein kleines Motorrad schenkt. Jo, tschüss, Jay Huntington. Jenny muss jetzt eh schlafen. So. Dann schlaf mal schön, liebe Jenny. Und träum von neuen Baby und von deinem süßen Jens. Und du auch, lieber Zuschauer, schlaf schön
oder habt noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!